Heute sind wir zu Gast beim Bonkrat Zimmerl in Hescheck. Seit wann haben Sie schon Ihre Sammlungsleidenschaft? Ja, Anfang hatte ich als Bub, da habe ich immer gern gesammelt. Aber richtig, also Anfang habe ich seit circa 10 Jahren jetzt. Als ich in Pension gekommen bin, jetzt habe ich halt noch Zeit gehabt dazu. Und habe am Anfang mit den Sachen zum Aufteilen, sagen wir, dann muss ich, so wie man es jetzt ein bisschen da sieht, dass man sichtbar gemacht hat wieder. Früher habe ich das meiste verpackt gehabt, irgendwo in einem Winkel verstaut, und jetzt hole ich es langsam wieder. Und schon klar weiß, baue ich es wieder auf. Wie viele Stücke haben Sie circa? Wenn es in die Stücke geht für die Anzahl, das wäre ein wahnsinnig viel. Wir sind ca. 250 Schätze momentan, was ich habe. Das ist eigentlich mein größter Erfahrung. Aber ich sammle alles, das fängt an von der Nähnadel bis zum Schusterwerkzeug, zum Schneiderwerkzeug, ob Bücher, Stickereien, Handarbeiten, große Werkzeuge von Flug, von der Ecken. Nur das würde ich zu weit finden, das aufzählen, das kann sie. Sind Sie der Einzige im Bezirk, der so eine große Sammelleidenschaft haben und so viele Stücke? Nein, sicher nicht. Wir haben ein Dorf draußen, ein Museum. Dort habe ich eigentlich zuerst einmal angefangen. Ich war nämlich Gemeindebediensteter und Schulwart. Und bei der Sperrmüllabfuhr habe ich immer gesehen, dass so viele Sachen anfällt, was weggeschmissen würde. Da haben wir dort schon immer ein bisschen gesammelt. Da habe ich einen Ort draußen ein Museum machen. Ich bin nach der Pension gekommen und da war es mir eigentlich zu weit. Jetzt habe ich es daheim gemacht. Im Dorf besteht noch eins draußen ein Museum. Nur sammelt eben auch mehr bäuerliche Sachen. Ist Ihre Sammlung zugänglich für alle Leute oder ist das nur privat? Nein, kann jeder kommen, weiß man. Es sind verschiedene, was kommen. Schon Schulklassen kommen ab und zu. Mir ist jeder willkommen, wenn es interessiert, zu das anschauen. Was ist Ihr ältestes Stück, zum Beispiel Ihr ältester Radio? Circa vor den 20er Jahren in den Zug, was die ältesten sind. Ich habe in der Kriegszeit ein paar selber gebaut, da habe ich noch ein paar Stücke davon noch. Das habe ich aufgestellt da. Was war der Grund, damit anzufangen? Ist das einfach nur Sammelleidenschaft oder ist irgendwas ausschlaggebend gewesen, dass ich gesagt habe, ich beginne jetzt mit dem Radios zu sammeln? Ich glaube, das habe ich von meiner Großmutter geerbt. Weil meine Großmutter hat gesammelt damals. Die war Jahrgang, was jetzt war, 1882. Und wie man so kleine Kinder noch waren, man hat sich immer gesammelt, ob es ein Schokoladpapierl war oder irgendwas. Und ich habe das irgendwie gesehen, das hat mir gefallen. Ich kann einfach nichts wegschmeißen. Alles, was alte Sachen sind, interessiert mich. Reparieren Sie Ihre Radios auch selbst, alle Stücke, oder? Zum Großteil schon. Ich habe sehr viele Uhren, zum Beispiel repariert dabei. Das geht bei mir immer so abschnittweise. Einmal falls mal tue ich Uhren reparieren, dann mache ich überall was aus. Die Holzsachen, was mir gerade Spaß macht. Haben Sie das alles gelernt, das zu reparieren, oder ist das alles selbst angeeignet? Nein, ich habe keinen Beruf gelernt, nicht. Das ist immer. Ich probiere halt einfach, bis es geht. Woher bekommen Sie diese Stücke? Ja, das ist eine Frage. Wie soll ich sagen? Viel habe ich von meiner Kindheit sogar noch Sachen. Ich habe als Bub, wie gesagt, schon immer gesammelt. Von meiner Schulzeit her habe ich noch zum Beispiel noch eine Werkzeuge, kleine Zangen und so Sachen. Und ich bin älter geworden, nachher, wenn ich was geschenkt habe und irgendwas gefunden habe, muss aufgehoben wieder. Und was so ein großer Nominant ist, ich kriege es von überall her. Von der Sperrmüll habe ich sehr viel dann gesucht schon. Oder bei Bauern, wenn ich mal hinkomme, weil ich viel arbeite miteinander unterwegs. Wenn ich was schön stecke, sehe, sage ich meistens, schenkst du mir so oder kaufst du was. Ein Großteil kriege ich geschenkt davon von den Sachen. Ich habe Stücke auch von Tübingen, zum Beispiel Deutschland. Von der Tschechei habe ich Stücke, von Salzburg. Dann von Indien habe ich ein paar Stücke, so Sachen da auch. Was eigentlich, was ich gekriegt habe. Aber ich glaube, am besten, das könnten wir uns ein bisschen anschauen, da kann ich erklären, wo wir es her haben. Gell? Da habe ich ein schönes Stückchen, sogar sehr alt, die von den 30er Jahren herstammen. Und zwar ist es ein Dias-Projekt, mit einer Petroleumlampe beleuchtet. Kann man alles einstellen. Die Tiefenschärfe zieht neben dem Borg, da hat die Feine einstellen, da hat die Höhen. Und zwar, die Dias waren früher Glasplatten. Die haben eine Größe gehabt bis zu 15 cm. Das ist eine kleinere. Und kriege sie fast nicht mehr. Dafür, weil es kleiner ist, halt müssen wir ein Zwischenstück machen. Dann rammen wir da rein. Schiebt man da rein.
dann schiebt man es da ein. Da bist du drinnen. Und da wird dann auch eingeschoben. Und strahlt so aus, und dann vorne hat man ein Bild, ca. 30 x 30 cm. Da habe ich noch ein Stück. Und zwar ist eine Nähmaschine aus den Jahren 1862. Die hat man mit einer Kurbel betreiben. Und näht jetzt noch wunderbar. Nur hat die eine Zwirnlänge nur von 1 Meter. Mehr kann man nicht einspannen. Mehr hat nicht Platz gehabt auf die Spulen oben. Das ist ein wunderschönes Stück, das. Die ist in Deutschland erzeugt worden. Und da habe ich noch ein Stück, wo ich auch mit Freude habe dabei, weil es ein Erinnerungsstück ist. Das war das Nähkerbel von meiner Mama. Die war Jahrgang 1 und das ist jetzt ca. 10 Jahre schon unter der Erde. Die haben, so haben sie damals einen Strumpf, wenn er nicht mehr in Ordnung war, wenn der Look hat, war unten zum Beispiel, der Oberteil ist immer blieben, den haben sie dazu gelassen und unten dazu gestreckt immer. Die Fersen zum Beispiel, weil das meiste abgenützt hat, und die Zellen außer, das ist dazu gestreckt worden. Man hat ja früher wenig Material gehabt und der Oberteil ist immer wieder blieben. Und so sind wir wieder ausbessert worden. Mit der Radiosammlung habe ich den meisten Anfang, wo wir es richtig ausgestellt haben, meine ganzen Sachen wieder. Und mein ältestes Stück von dem wäre der da. Das ist Jahrgang 23. Das ist ein uraltes Gerät. Der Lautsprecher war oben aufgebaut, der fällt allerdings davon. Ist aber nicht mehr betriebsbereit, ist der da. Dann waren die waren in der Kriegszeit da oben. Der Kleine in der Mitte ist der deutsche Kleinempfänger. Der hat damals 35 D-Mark gekostet. Dann ist der nächste rausgekommen, das war der Volksempfänger. Auch mit dem Notenradl, der hat 65 D-Mark gekostet. Und der letzte war der eckige da unten auch. Ist auch ein Volksempfänger. Die sind mit Strom betrieben worden. Und das ist einer von Krieg her noch, der hat hinten eine große Klaus-Akku drinnen. Der ist schon mit Akku betrieben worden. Und da drüben habe ich ein paar Stücke herum. Den habe ich selber gebaut. Den habe ich in 48er Jahren mir immer gebaut. Und der war ein bisschen später noch mit da. Da habe ich damals 8 Stücke habe ich damals gebaucht. Da habe ich einen Kollegen gehabt, Frau Franzi, der hat Elektrotechnik gelernt. Und der hat mir die Pläne mitgebracht und hat mir erklärt, wie man es macht. Und wenn ich sonst 2 Minuten gehabt habe, habe ich wieder zusammengebaut. Wie gesagt, die 2 Stücke habe ich noch da angefangen. Wie ich schon gesagt habe, ich sammle also alles mögliche Altar, da habe ich auch Bilder dabei, da habe ich 4 Stück. Die Sammlung wird ja aus 6 Stück bestehen, so viel mir bekannt ist, 6 Stück waren einmal von den Bildern. Und zwar da die Geschichte drauf von der Menschwerdung, von Frau, Mann, die Berufsstände. Man müsste die Einzelnen auslesen, aber ganz interessant, so was, wie der Mensch als Kind auf die Welt kommt und wieder abwärts geht, oder die Berufsstände zum Beispiel, nicht wieder. Das ist eine liebe Sache, das. Solche Wandbehänge habe ich auch jede Menge. Aber einen habe ich mir aufgehängt, damit ich mir das merke, was meine Mama immer sagt zu mir. Und zwar steht drauf: Lieber Mann, ich rate dir, meide Gasthaus, Wein und Bier. Seid zum Nachtmahl stets zu Haus, sonst wähle ich mir einen anderen aus. Das habe ich mir aufgehängt, damit ich mir das merke. Das schaut ein guter Satz für schnell. Büttel habe ich einen ganzen Haufen umeinander. Und ein paar habe ich mit abgehängt auf die Wand, weil es keinen Platz gehabt haben. Das sind zum Beispiel von Kaiser, also von Josef. Das waren Feldbuskarten damals. Die haben sie geschrieben. Und innen drin haben sie vertraut, da bewegt sich was drinnen, kommt ein Glückwunsch raus, oder ich liebe meinen Kaiser, oder ich bin eben da in so Sachen. Das sind die damals zum Beispiel. Das sind ein paar Sachen von der Hischiger Geschichte. Von der Seilbahn, was für Hirsche gerade Obdach umgegangen ist einmal. Das, was ich gemacht habe, das waren. Das habe ich noch häufig. Und ja, die Bauernfamilien habe ich um, Bauernhäuser. Das sind noch ein paar Sachen, was ich auch bekämpft habe. Da habe ich noch ein paar Sachen, was auch ganz interessant ist, was schon für Hirsche. Das war die Kopiermaschine für unsere Gemeinde. Hat man die Matrizen aufgegeben, dann hat man es durchgekurbelt und das hat da unten nachher vervielfältigt. Dann die Blattlaser kommen.
ist unser gemeinsamer Betrieb gewesen bis vor ca. 20 Jahren noch. Und da habe ich noch ein Stück, das hat unser Kaufmann gehabt, draußen hingeschickt, der Herr Meier, der Kasten, die Registrierkasse. Wie man es hat, auch mein Tipp zum Beispiel, was es so gekostet hat. Angekurbelt, da kommt oben so ein gelbes raus und unten das Geldladel. So, ein altes Stück. Ich möchte mich bedanken für einen Besuch, hat mich gefreut, das hätte keinen Satz. Sind wir schon alt bekannt, jetzt hätte es noch ein neuer bekannt worden. Und so ein Abschlussspielen könnte ein Ausschmeißer. Ich bin kein Profi, aber spielen wir uns gerne ein bisschen.